Grüß Gott, mein Name ist Michael Prestl. Ich bin der Bautechniker von der Verwaltungsgemeinschaft Unterneukirchen und ich betreue das Projekt mit der mobilen Aktivkohlefilteranlage von Auftraggeberseite aus. Kurzer Statusbericht, also wir haben soweit grundsätzlich sehr zufrieden, wie es vom Anlagenbau gelaufen ist. Leider haben wir ja, wie jeder mitgekriegt hat, das Problem dann mit der Verkeimung gekriegt. Haben wir jetzt aber auch im Griff und haben zuversichtlich, dass wir zeitnah, ich sage einmal, kommende, vielleicht übernächste Woche ans Netz gekennen, hängt vom Gesundheitsamt ab, wie lange wir noch einwandfreie Proben abgeben müssen. Wir beproben werktäglich einmal und werden die Anlage dann hoffentlich problemlos so lange betreiben können, bis die Filteranlage, die dann für die nächsten Jahrzehnte das Ganze übernehmen soll, gebaut worden ist. Ja, herzlich willkommen auf unserer temporären WRK-Anlage hier in Kasteln. Wir bauen momentan eine temporäre Lösung, um das PFOA aus dem Grundwasser herauszulösen und ihn damit wieder die perfekte Qualität fürs Trinkwasser zu liefern. Sie sehen im Hintergrund schon das Herzstück der Anlage, das sind die beiden Aktivkohlefilter. Diese haben die Funktion, das PFOA in sich aufzunehmen. Also man kann sagen, die Aktivkohle, die hat mit einem Teelöffel Material die Oberfläche von einem Fußballfeld circa. Und da sehen Sie, dass die Stoffe von dieser Oberfläche die Chance haben, aufgenommen zu werden. Grundsätzlich haben wir ein Konzept der Anlage. Wir kommen von den Trinkwasserbrunnen im Zulauf über einige Anlagenteile zu den Aktivkohlefiltern und die können wir hier im Hintergrund sehen. So haben wir das Wasser aus den Trinkwasserbrunnen, gehen dann über eine Druckmessung und eine Eingangsklappe. Die geht erst dann auf, wenn wir Wasser aus den Brunnen bekommen. Dann haben wir hier eine Druckminderung. Wir haben also einen großen Druck, der aus den Brunnen kommt. Den müssen wir reduzieren, um unsere Filter nicht zu überfahren. Dann haben wir hier die Regelklappe, das heißt, da wird die Menge eingestellt, die die Anlage gerade bekommen soll. Dann geht es hier oben weiter über den Wasserzähler, das heißt also die aktuelle Kubikmeterzahl, die gefördert und gereinigt wird. Dann haben wir hier eine Rückschlagklappe und hier hinten sehen Sie noch zwei Sicherheitsventile. Ja, Sie sehen hier unsere Zuleitung von den Brunnen. Hier die beiden in Reihe geschalteten Aktivkohlefilter. In Reihe immer aus dem Grund, man kann nach Vollbeladung des ersten Filters schnell auf den sogenannten Polizeifilter umschalten, sodass man den umgekehrten Fall hat, Arbeitsfilter, Polizeifilter. Hier sehen Sie die UV-Anlage, das heißt zur Reinigung der eventuell vorhandenen Bakterien als Sicherheit. Und dann haben wir hier noch eine Zudosierung von Luft, um den Sauerstoffgehalt zu justieren. Genauso haben wir hier noch eine Einspeisung für CO2. Das dient dazu, den pH-Wert auch nur, wenn nötig, nochmal anzupassen. Sie sehen hier 7,5, ist also ein idealer, neutraler Wert für Wasser. Hier sehen Sie dann den Vorlagebehälter, das ist also unser Reinwasserbehälter. Diese drei Kästchen sind unsere drei Förderpumpen und die fördern dann nach Freigabe das Trinkwasser ins Verbrauchernetz. Also hier kommen wir aus den Aktivkohlefiltern heraus und gehen in unsere UV-Behandlung. Das ist also die UV-Anlage. Und die darüberliegende Rohrschleife, die dient dazu, die Belüftung mit einzubinden und den pH-Wert einzuregeln mit CO2. Das sehen Sie hier vorne. Das ist die Luftbespeisung mit den Reinspiltern.
und hier unten sehen Sie die CO2-Dosierung. Das geht dann, Sie sehen es hier, in die Eindosierung. Also hier sehen Sie dann den Rheinwasserspeicher. Hier kommt das gereinigte Wasser hinein. Das kommt von der hinteren Leitung, das sehen Sie dort. Kommt es in den Rheinwasserspeicher rein. Und dann haben wir in dem Container innen liegen die Förderpumpen. Und die nehmen dann über diese Leitung das Wasser auf und bringen es dann über die Konstruktion in der hier runterliegenden Leitung nach Freigabe in unser Trinkwassernetz.